Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ja, wir sind auf der Hylianischen Steppe. Warum? Ich habe etwas klitzekleines vergessen. Und zwar, einmal habe ich vergessen, dass es egal ist, wenn ich, dass ich in Kakariko speichere. Das ist anscheinend dem Spiel komplett egal gewesen, denn ja, ich wurde bei mir zu Hause wieder rausgeschmissen, als ich das Spiel wieder gestartet habe. Und dann habe ich mir meine Aufnahmen noch angeschaut und ich habe tatsächlich etwas vergessen. Auf der Lon Lon Farm habe ich doch glatt was vergessen, und zwar ein liebes Herzteil. Aber vorher möchte ich nachschauen, ob bei diesem Baum was ist. Und ist da was? Ja, ein paar Rubine nur. Ganz vergessen, und zwar gibt es auf der Lon Lon Farm noch ein Herzteil für uns, welches ich natürlich noch mitnehmen möchte. Und zwar hier. Und jetzt muss ich selbst ein bisschen schauen. Hier konnte man irgendwo, oder war das in einem anderen Gebäude? Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Gebäude. In irgendeinem Gebäude konnte man na, wo ist es denn? Hier nicht, okay. Spinne ich jetzt, oder was? Ich bin mir sicher, dass es hier noch ein Herzteil gab. War ich eigentlich schon mal jemals hier hinten? Ich glaube nicht. Oh, hi. Hallo Kiste, kann ich dich schieben? Nein, kann ich nicht. Ich dachte... Ja gut, vielleicht habe ich mich auch einfach vertan. Aber auf jeden Fall habe ich noch was anderes vergessen. Und zwar kann ich ja hier noch zu meiner lieben Marlon. Auch das hatte ich total vergessen. Dass das ja noch möglich ist. Marlon! Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemand vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Und wir können spielen. Wenn... Willst du mir jetzt nicht Eponas Lied beibringen? Scheint hat Epona Angst vor dir. Du Miststück! Ja, Epona hat Angst vor mir. Und jetzt? Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, geht doch. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Meine Güte, wie konnte ich nur Eponas Lied vergessen? Schlimm, schlimm, schlimm. Da merkt man mal, wie lange es her das ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Dass ich tatsächlich Eponas Lied vergessen habe. Oh Gott. Insgesamt ist es lange her, dass ich ein Zelda für die große Konsole gespielt habe. Du hast Eponas Lied erlernt. Also egal welches Zelda, das ist wahnsinnig lange her. Sowohl Ocarina of Time als auch Wind Waker oder Twilight Princess, alles ewig lange her. Oh, Epona, sie hat in dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Ja, jetzt mag sie mich. Jetzt mag mich die kleine Epona, okay. Ist ja auch egal. Interessiert mich jetzt gerade relativ wenig, dass sie mich jetzt mag. Aber das musste ich halt doch dann mal getan haben. Lieber jetzt, als es später dann komplett vergessen zu haben und alles nochmal neu machen zu müssen, okay? Oh, hi. Gut, dass ich gegen diesen Baum gerannt bin. Okay, jetzt muss ich aber echt schauen, wo war das jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier drinnen war. Aber ich habe da nichts gefunden. Spinne ich jetzt? Ich war mir relativ sicher, dass es irgendwo auf der Lon Lon Farm eine Kiste gibt, die ich verschieben kann. Wo ich dann dahinter krabbeln kann, um ein Herzteil zu finden. Aber gut, es kann natürlich auch sein, dass ich mir das jetzt nur einbilde. Weil wie gesagt, es ist wahnsinnig lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Hm.
Ich dachte, dass es da drin war. Aber hier ist... nirgendwo... was zu verschieben. Oh! Okay. Das wusste ich nicht, dass ich so die Kamera ändern kann. In so eine Sicht. Ja, bla bla bla. Okay. Aber hier ist nirgendwo was. Vielleicht habe ich es mir auch einfach nur eingebildet. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ja, muss ich mir eingebildet haben. Aber das lässt mir jetzt echt keine Ruhe. Das lässt mir echt keine Ruhe. Irgendwo musste man eine Kiste verschieben. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Hätte ich mich vielleicht vorher kurz informieren sollen, bevor ich einfach mal lautstark hierher presche. Hätte ich vorher vielleicht nochmal googeln sollen. Ob dem auch wirklich so ist oder ist hier hinten. Hey, was sehe ich denn da hinten? War das vielleicht hier? Ist hier die Kiste, die ich verschieben kann? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, ich möchte da hochklettern, bitte. Um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Aha, da ist nirgendwo was. Jetzt muss ich überlegen. Warte mal, wenn ich das... so ziehe... und das dann nicht zu mir ziehe, weil es nicht geht. Aber so und so. Und dann kann ich die herziehen. Hat es mir was gebracht? Ah, da hinten ist es. Haltet mal euer Maul, ihr blöden Kühe. So. Ich krieg das noch hin, keine Angst. Nein, halt. So. Na, jetzt spring da halt nicht drauf. Kann ich da jetzt nicht einfach hinten runterplutzen? Oh, ach so. Okay, das geht. Ach so. Ja, dann komme ich hier natürlich locker durch. Na, was haben wir denn da? Herzteil Nummer 2. Ausgezeichnet. So, und wenn ich mich nicht ganz irre, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht komplett im Stich lässt, müsste ich in Kakariko selbst locker zwei Herzteile bekommen. Und zwar, da gibt es mehrere. Es gibt eins, das ich jetzt schon mit einem Huhn erreichen kann. Daran erinnere ich mich. Dann auf dem Friedhof gab es eins. Dann war da irgend so eine dumme Tussi, die ihre 7 Hühner verloren hat. Oder waren es 10 Hühner? Die auf jeden Fall Hühner verloren hat, die man einsammeln musste. Ich glaube, dafür gab es nochmal ein Herzteil. Und dann, jetzt wird's langsam, und dann wird's... War nicht noch auf dem Baum ein Herzteil? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Oder gab's auf dem Friedhof 2 Herzteile? Ach, keine Ahnung. Wir sehen sie jetzt gleich. Und ich habe mir natürlich diesmal einen leckeren Tee wieder gemacht. Yummy, yummy, yummy. So. Ja, wir haben Eponas Lied gelernt.
Ein wahnsinnig wichtiges Lied für den späteren Verlauf des Spiels, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt machen wir uns mal auf den Weg nach Kakariko. Und dort werden wir erstmal ein paar Herzteile suchen, denn ich möchte eigentlich, bevor ich den nächsten Dungeon betrete, den Herzcontainer voll haben. Wollte ich eigentlich schon. So. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. So. Was machst du, Fuzzi, da? Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf umher, machen ihre Arbeit, keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. War irgendwas mit den Ja, bla bla. Ja, ist gut. Ich wollte eigentlich gegen den Baum rennen. So. Und Angriff! Ups, das war daneben. Nochmal Angriff! Zipfix! Erstmal weg mit dem Busch da, der stört doch nur. Ja, ja, der Busch stört nur. Jetzt halt. Na toll! Für nichts und wieder nichts. Ganz toll. Okay. Warte mal, hier drinnen gab's doch was. Aber was war da drin nochmal? Okay, hier gibt's anscheinend doch nichts. Hey Kleiner, bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Hm. Gut, okay, muss ich mich vertan haben. Da muss ich mich wohl vertan haben. Jetzt lass mich überlegen. Du warst doch die mit den Hühnern, oder? Was soll ich nur tun? Meine Hühner sind alle davon geflogen. Bitte, hilf mir, die Hühner wieder einzusammeln. Bitte fange noch 6 weitere. Okay, ohne Zeitlimit, das ist sehr schön. Okay, jetzt gilt es also, Hühner zu fangen. Und ich glaube, dafür hat man ein Herzteil bekommen. Und wir haben ganz am Anfang da hinten eins gesehen. Da, ganz da hinten. Da ist es. Komm her. Na komm. Jawohl. Aber eins muss ich mir aufheben. So. Jetzt muss ich aber selbst mal überlegen. Wie ging das? Und vor allem, wo musste ich hinfliegen? Ich konnte irgendwo mit Hilfe eines Huhns hinfliegen. Einmal zu dem Huhn da drüben, das ist mir klar. Und zwar schmeiße ich dann dich da runter. Und dann nehme ich dich. So. Ah, ich glaube, das war hier drüben. Das war doch hier drüben, oder? Darüber. Nein. Wo musste ich dann das Huhn benutzen? Irgendwo musste ich ein Huhn benutzen, um dorthin fliegen zu können. Aber wo war das? Wo war das? Ich glaube, ich schmeiß das Huhn jetzt dann erstmal rein, weil langsam nervt mich dieses Gekacker. Hm. Der Typ da oben! Zu dem musste ich doch. Das schaue ich mir jetzt gleich mal ohne Huhn an. Ich
glaube, das war der Typ da oben, zu dem ich musste. Autsch. Das hat wehgetan. So, aber vorher nehme ich mir noch das Huhn hier. So. Und dann schmeißen wir das auch noch da rein. Okay. Gut, dann müsste hier oben. Jetzt schauen wir mal da oben nach. Und nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Und zwar möchte ich jetzt mal hier hoch. Ist da oben ein Huhn? So könnte ich es mir dann erklären. Nein. Aber ohne Huhn komme ich da nicht rüber. Und ich komme auch ohne Huhn hier nicht hoch. Glaube ich. Aber wie komme ich sonst auf das Dach? Okay, ich kann hier nicht mal runterspringen, wie es scheint. Jetzt muss ich ernsthaft überlegen. Irgendwo musste ich mit einem Huhn hinfliegen. So. Die Frage ist nur, wo? Na komm, komm, Huhn! Es bringt mir gar nichts, wenn ich da bin. Und mit dem Huhn kann ich da wahrscheinlich nicht hochklettern. Das habe ich mir gedacht. Ja. Bringt es mir was, wenn ich mit einem Huhn hier hinten drauf gehe? Mal schauen. Prinzipiell gesehen, nein, gar nichts. Da muss ich mich in Kakariko noch mal ein bisschen umschauen. So, wie viele Hühner brauchst du überhaupt noch? Auch die anderen drei zurück. Okay. So, jetzt muss ich überlegen, wo die waren. Ich glaube, eins war doch hier in der Kiste drin, oder? Jawohl. Hallo. Hey. Bleibst du hier? Gut. Das bedeutet, wir haben noch zwei Hühner. Ja, bla bla bla. Zwei Hühner noch. Ist da wieder ein Huhn drin? Nein. Da drüben ist ein Huhn. Aber wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Ich gehe mal hier raus. Ist da ein Huhn drin? Das sehen wir ja gleich. Nein. Werden die jetzt eigentlich resettet, wenn ich jetzt auf den Friedhof gehe? Die Hühner, die ich ihr gegeben habe. Ich hoffe mal nicht. Nein, sind sie nicht okay. Denn ich habe da eine Idee. Und zwar kann ich diese Kiste schieben. Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht bringt es mir was, wenn ich von dieser Kiste aus mit einem Huhn rüberfliege. Nur jetzt brauche ich dafür erstmal wieder einen Huhn.
Eins ist ja noch oben, wo es mir gerade einfällt. So. Oder? Oder habe ich das schon? Das habe ich, glaube ich, schon. Ja, das habe ich anscheinend noch schon. Okay. Dann würde ich mal sagen, muss ich mir ein Huhn wieder von hier krallen. Ja. Zack, raus da. So. Ja, bla bla bla. Komm her. Und jetzt will ich... Ach halt, mit dem Huhn kann ich ja nicht auf die Kiste klettern. Hecke, Säcke, Decke, Decke. Ich komme da nicht rüber. Keine Chance. Ich komme da nicht rüber. Aber das müssen wir uns beim nächsten Mal ein bisschen genauer anschauen, würde ich jetzt mal sagen. Ich will jetzt noch kurz hier zurück. So. Das Huhn da wieder rein. Und ich schaue mir das jetzt mal ein bisschen genauer an. Und beim nächsten Mal... Hallo? Was sehe ich denn da oben? Ich glaube, das müssen wir uns beim nächsten Mal wirklich mal genauer anschauen. Da oben ist ein Loch. Vielleicht ist da drin ja was Besonderes. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play, The Legend of Zelda Ocarina of Time, für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.